Schlafschrank. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Du meine Güte, was machen die Spielsachen auf deinem Bett? Na, die wohnen da. Peppa, räum die Sachen weg in deinen Spielzeugkorb. Aber der Spielzeugkorb ist voll. Oh, du hast recht. Vielleicht brauchst du einen Spielzeugschrank. Ja, ich könnte morgen einen bauen. Das letzte, was du gebaut hast, war dieses Regal. Ich bin sehr stolz auf dieses Regal. Aber Papa, es ist ganz wackelig. Wir nehmen es als Rutsche. Für Teddy und den Dinosaurier. Na gut, dann kaufen wir eben einen Spielzeugschrank. Das können wir sofort machen. Und zwar am Computer. Hurra! Mama Wutz sucht am Computer nach einem Spielzeugschrank. Aha. So, welchen nehmen wir? Können wir den da nehmen? Bitte. Der ist perfekt. Mama Wutz kauft den Spielzeugschrank. Glückwunsch, Ihre Bestellung wurde registriert. Oh, prima. Am nächsten Morgen kommt Herr Zebra, der Postbote, mit einer Speziallieferung. Speziallieferung für Fräulein Peppa Wutz und Meister Schorsch. Was ist das? Es ist ein Spielzeugschrank. Oh, und warum ist der so platt? Tja, der ist zum selber bauen. Oh. Keine Sorge, Peppa. Für deine Mama und deinen Papa ist das kein Problem. Wiedersehen. 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 Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir den Spielzeugschrank auf. Ja! Merkwürdig. Es gibt keine Anleitung. Vielleicht ist er so einfach aufzubauen, dass man keine Anleitung dafür braucht. Mama, können wir helfen? Ja. Zuerst brauche ich ein Brett. Hier ist ein grünes Brett. Danke, Peppa. Und jetzt brauche ich 4 Beine. 1, 2, 3, 4. 4 blaue Beine, Mama. Wunderbar. Wir sind in 0, nichts fertig. Hier ist eine rote Tür, Mama Wutz. Danke, Papa Wutz. So, fertig. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber warum ist er so winzig? Wie sollen da unsere ganzen Sachen reinpassen? Er ist wirklich ein bisschen klein. Oh! Schorsch hat noch ein Stück gefunden. Vielleicht ist das ein Ersatzbrett. Und was ist mit den Teilen hier drüben? Oh weh, der Schrank ist so klein, weil Mama Wutz nicht alle Teile verwendet hat. Wir müssen ihn nur auseinandernehmen und nochmal anfangen. Oh nein, hätten wir doch bloß eine Anleitung. Wer kann das sein? Hallo, in meinem Wagen lag noch das hier. Da ist ja die fehlende Anleitung. Das macht die Sache natürlich leichter. Hurra! Die Anleitung sieht sehr kompliziert aus. Die taugt nichts. Das ist Blödsinn. Lassen Sie mich mal ran, Herr Wutz. Ich liebe es, solche Sachen zusammenzubauen. Wirklich? Können wir denn irgendwie helfen? Sie können Wasser kochen. Ich hätte gern ein Tässchen Tee mit 6 Stück Zucker. Alle kümmern sich um Tee und Kekse für Herrn Zebra. Tee ist fertig, Herr Zebra. Oh, boah! Herr Zebra hat den Spielzeugschrank aufgebaut. Meine Güte, ging das schnell. Ja, und ich habe auch schon euer Spielzeug reingeräumt. Oh, danke, Herr Zebra. Aber für die beiden hier war kein Platz mehr. Oh, armer Teddy, armer Dinosaurier. Wo sollen die denn jetzt wohnen? Bestellt doch einfach noch einen selber Bauschrank. Wie wär's? Nein! Ich habe eine bessere Idee. Teddy und der Dinosaurier können in euren Betten wohnen. Aber Mama, da haben sie doch schon vorher gewohnt. Ja, ich weiß. Darum ist es ja auch so eine gute Idee. Die Kindergartenfahrt. Peppa und ihre Freunde machen eine Kindergartenfahrt. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Der Bus schaukelt so hin und her. Oh je, Pedro ist reisekrank. Armer Pedro, komm und setz dich nach vorn zu mir. So, wird es besser? Ein kleines bisschen. Madame Gazelle.
Oh, geht es dir auch nicht gut, Zoe? Mir könnte es auch schlecht werden. Soll ich nicht besser auch nach vorne kommen? Kann ich bitte auch nach vorne? Ich auch! Oh, oh, es tut mir leid, Kinder. Ihr könnt doch nicht alle nach vorn kommen. Oh. Das macht gar nichts. Wir sind nämlich da. Fröhliches Zelten, Kinder. Wiedersehen. Da wären wir. Das ist unser Zeltplatz. Atmet alle die wundervolle Luft ein, Kinder. Herrliche Landluft. Jetzt errichten wir unsere Zelte. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kinder, sucht euch je einen Partner, mit dem ihr euer Zelt teilen wollt. Luzi, wollen wir in ein Zelt? Ich habe es schon Zoe versprochen. Entschuldigung, Luzi. Ich habe es schon Luisa versprochen. Luisa, du hast gesagt, du kommst zu mir. Oh ja. Emily, mit wem wolltest du denn in ein Zelt? Zoe. Oh ja. Gut, jetzt kannst du doch mit mir ins Zelt. Ja, toll. So, ich brauche noch Holz für unser Lagerfeuer. Wir holen Holz. Ich und Pedro wollen Holz holen. Oh, oh, ihr könnt alle Holz holen. Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja! Den Bing-Bong-Song bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Den Bing-Bong-Song. Also gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Boo. Bing, Bong, Bing. Bing, Bong, Bingli, Bongli, Boo. Bing, woo, bing, bong, bing. Bing, bong, bingli, bong, bing, boo. Oh, oh. Also, Kinder, Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Madame Gazelle. Peppa und Luzi liegen in ihren Schlafsäcken. Ich habe eine Taschenlampe. Ich auch. Achtung, Kinder! Kein Gekicher mehr, bitte! Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Da ist es wieder. Luzi, wo gehst du denn hin? Madame Gazelle! Ich habe ein bisschen Angst. Oh, möchtest du hereinkommen? Ja, bitte. Madame Gazelle? Ich glaube, ich kriege gerade auch ein bisschen Angst. Darf ich bitte rein? Natürlich. Ich fürchte, bei mir kommt die Angst später. Ich bekomme nachher auch noch Angst. Ich auch. Kommt alle herein. Können wir wohl den Bing-Bong-Song singen? Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Captain Papa Wutz. Peppa und ihre Familie haben Opas Boot ausgeliehen. Vergiss nicht, Papa Wutz. Wenn du vorwärts fahren willst, drückst du den Hebel nach vorne. Ei, ei, Opa Wutz. Vorwärts. Und zurück ist rückwärts. Rückwärts. Einfach. Und bitte vorsichtig mit dem Boot. Ich habe es gerade frisch lackiert. Oh, Opa Wutz, sei nicht so pingelig. Alle Mann an Bord? Ja, Captain Papa Wutz. Dann geht's los. Oh, das Boot fährt rückwärts. Ah, die Brücke! Pass auf! Ups. Oh, das war knapp. Wiedersehen. 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 Eine schöne Fahrt.
Ich hoffe nur, mein schönes Boot bleibt heil. Nur keine Sorge, wird schon gut gehen. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain Papa. Ich habe ein bisschen Hunger. Hab ich auch. Opa hat ein Picknick vorbereitet in der Kombüse. Was ist eine Kombüse? Eine Kombüse ist eine kleine Bootsküche. Kommt mit. Peppa und Schorsch klettern in den Bootsrumpf. Boah. Was für eine winzig kleine Küche. Wo ist das Picknick? Der beste Platz wäre hier drin. Das ist aber kein Picknick. Dann muss es hier sein. Das ist auch kein Picknick. In dieser Küche steht nichts am richtigen Platz. Oi, ein Fernseher. Papa Wutz kann das Picknick nicht finden. Das ist doch unmöglich. Wenn das meine Küche wäre, hätte ich das Picknick hier. Oh, gut gemacht, Peppa. Peppa hat das Picknick gefunden. Köstlich. Oh, da sind die Enten. Hallo, Enten. Wollt ihr etwas Brot? Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Passt auf, Schilfgras voraus. Kein Problem. Opa Wutz Boot kommt da bestimmt gut durch. Stecken wir fest? Nein, wir setzen zurück. Stecken wir jetzt fest? Ja. Oh je, das Boot von Opa Wutz steckt im Schilf fest. Ich versetze ihm einen kleinen Stoß. Vorsicht bitte, Papa Wutz. Ich weiß, was ich tue. Wenn ich jetzt sage, Maschinen starten. Ei, ei, Captain Papa Wutz. Jetzt! Papa Wutz hat das Boot aus dem Schilf geschoben. Hurra! Schnell, Papa, spring wieder ins Boot. Oh nein, Papa Wutz ist viel zu langsam. Oh. Schwimm schneller, Papa! Halt die Maschine an! Was hat er gesagt? Halt die Maschine an! Papa sagt, halt die Maschine an! Oh. Geht es dir gut, Papa Wutz? Ja, alles bestens. Aber kehren wir um, bevor uns noch mehr Abenteuer zustoßen. Ei, ei, Captain Papa Wutz! Sie sind ja schon ewig weg. Ich hoffe, mein schönes Boot ist noch heil. Guck, da sind sie. Hallo. Ahoi, ihr. Ich parke rasch das Boot. Man parkt ein Auto. Beim Boot heißt das anlegen. Ich zeig's dir. Opa Wutz will anlegen. Das Geheimnis beim Anlegen ist, man macht es vorsichtig. Vorsicht, die Brücke! Was? Vorwärtsfahren, Opa! Ah! Oh, das hatte ich eigentlich nicht vor. Jetzt ist das Boot ganz kaputt. Nicht so schlimm, Opa. Das Reparieren wird dir Riesenspaß machen. Ja, stimmt. Ich repariere wirklich gern. Darf ich dir beim Reparieren helfen, Opa? Hoho, sogar sehr gern, Peppa. Im Krankenhaus. In der Spielgruppe sind heute alle draußen. Peppa und ihre Freunde haben Spaß, herumzutoben. Aua, mein Knie. Was ist mit dir, Peppa? Mein Knie tut weh. Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön. Also Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi, Pedro ist im Krankenhaus. Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder. Bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh. Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug.
Kinderstation! Pedro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich habe mir das Bein gebrochen und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah! Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt. Ich habe mir am Knie wehgetan und ich habe auch einen Verband. Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja! Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel. Ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll! Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf mein Pflaster malen. Gut, ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro. Pedro, wie ist es eigentlich im Krankenhaus? Ganz toll. Wie sind die Krankenschwestern? Die schenken mir Aufkleber. Toll. Und sie kommen immer sofort, wenn ich hier drauf drücke. Was ist das schon wieder? Ich tippe auf Pedro. Was ist denn los, Pedro? Wir haben sehr viel zu tun. Mich juckt es ein bisschen. Auch wenn dein Bein juckt, Pedro. Der Gips muss trotzdem dranbleiben, bis dein Bein wieder heile ist. Aber mein Bein juckt gar nicht. Es juckt hinterm Ohr. Ist es so besser? Ja, danke schön. Essenszeit! Was möchtest du denn heute gern, Pedro? Ich hätte gern Spaghetti und Schokopudding, bitte. Darfst du etwa im Bett essen? Ja! das sieht gut aus. Dr. Braunbär kommt, um zu sehen, wie es Pedro geht. Wie geht's uns denn heute, Pedro? Hinterm Ohr juckt es ein bisschen. Genau hier. Ich glaube, du bist fast gesund. Die Besuchszeit ist vorbei. Wiedersehen, Pedro. Auf Wiedersehen. Gute Besserung, Pedro. Danke, Madame Gazelle. Wieder einmal ist die Spielgruppe draußen. Peppa und ihre Freunde haben Spaß, herumzutoben. Madame Gazelle, mein Pflaster ist abgegangen. Kann ich ein neues haben? Du brauchst kein Pflaster mehr, Peppa. Dein Knie ist wieder heile. Oh ja! Hallo zusammen. Pedro Pony ist wieder da. Oh, hallo Pedro. Wo ist dein Gipsverband? Der Gips ist ab und mein Bein ist wieder heile. Ist es denn auch wieder stark? Es ist stärker, als es vorher war. Es ist ein Superbein. Kannst du damit rennen? Guck mal. Pedro hat wieder großen Spaß daran, herumzurennen. Alle haben großen Spaß daran, herumzurennen. Frühling. Es ist Frühling. Opa Wutz hat Schokoladen-Ostereier versteckt. Und, seid ihr alle soweit? Nein, Opa. Freddy Fuchs ist doch noch nicht da. Hallo zusammen. Hallo, Freddy. Ah, hallo, Herr Fuchs. Bleiben Sie auch hier? Ich kann leider nicht. Als kleiner Fuchs war ich der beste Eiersucher. Bis später, Freddy. So, sind alle bereit zum Ostereiersuchen? Ja, Opa Wutz. Ich habe ganz viele Schokoladeneier hier im Garten versteckt. Und ihr müsst sie finden. Einfach. Aber passt auf, dass ihr nicht auf meine kleinen Pflanzen tretet. Oh, wie ist das immer aufregend im Frühling, wenn die kleinen Babypflanzen anfangen zu wachsen. Wir sind ganz vorsichtig, Opa. Versprochen. Das ist gut. Also los, Kinder. Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oho, ja. Die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden in einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden unter den Blättern von einem Busch. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden in den Ästen.